Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ich bin Tom Paris und ihr seid wieder beim Weg der Spitze. Ja, letzte Season habe ich es geschafft, Rang 6 zu werden. Ja, das ist ein Rang schlechter, als ich vorletzte Season war. Aber das stört mich nicht. Ich werde es weiter versuchen und ich habe mir einen Masterplan gesetzt. Jeden Tag ein Level. Und vorher gehe ich nicht vom PC oder vom iPad weg. Also das heißt, Busfahrt in der Uni, auf den Weg, mit dem Rad, überall wird gezockt. Also, ein Level am Tag, das kann was werden. Naja, was kann man noch sagen? Diesen Monat kommt Nax Ramas. Da freuen sich sicherlich schon alle und ihr werdet von mir auch einen ausführlichen Guide zu Nax Ramas bekommen. Und ein Tutorial natürlich, wie man welche Karte am besten ausspielt. Die Preise sind leider noch nicht bekannt. Schade eigentlich. Aber ja, das wird demnächst wohl bekannt gegeben. Ah, da freuen sich wohl alle drauf. So, wir spielen mit dem neuen Kartenrücken. Den finde ich ganz gut. Ich fand den alten dazu natürlich auch nicht schlecht. Ich habe ja normalerweise, spiele ich ja nicht mit Kartenrücken, aber na, ich habe mir mal gedacht, diese Season spiele ich mit diesem Kartenrücken. Ja, was machen wir nun? Wir werden ganz normal spielen und zwar mit dem Priester. Der hat mir zum Ende der Season ein wenig Glück gebracht. Ich bin jetzt Rang 19 und wir werden direkt auch das erste Spiel gleich spielen. Vorweg will ich noch auf ein anderes Video aufmerksam machen, welches ich noch nicht aufgenommen habe, aber zeitgleich mit dem hochladen werde. Und zwar geht es darum, dass ich für meine Seite, für mein ja mittlerweile kleines Mini-Unternehmen, tomparis.de, ein, am liebsten zwei YouTuber suche, die mit mir zusammen auf meiner Seite Videos hochladen wollen. Wie genau das dann gemacht wird, das erkläre ich euch in dem anderen Video. Und ja, schaut euch das andere Video einfach an. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir an die Sache und legen los. Bis bald, oder bis jetzt gleich. Und los geht's. Vielleicht wundert ihr euch jetzt, warum ich jetzt auf einmal auf den Krieger geswitcht habe. Ich habe eben 1, 2, 3, 4 Mal mit dem Priester gespielt. Es hat überhaupt nicht geklappt. Und, also mal verloren, mal gewonnen. Also es ging halt überhaupt nicht. Naja, jetzt spiele ich halt mit dem Krieger. Das ist mein altes Deck. Ihr seht das ja auch jetzt längst wieder. Und viel Spaß wünsche ich euch. Wir befinden uns übrigens im Aufstiegsspiel zu Level 20. Ja, was macht man gegen Priester? Neuerdings haben die Priester ja auch wieder Gedankenschlag dabei, Gedankenkontrolle. Am besten ist es gegen Priester natürlich Alexstrasias mit 9, mit 10 dann Gromosch. Aber mal sehen. Und vorher eine ganze Menge Rüstung aufbauen, damit wir schön alles kontern können. Ihr seht, es ist auch schon wieder mitten in der Nacht. Ist jemand verletzt? Okay. Den machen wir direkt mal weg, damit er keine Chance hat, irgendwie Karten zu ziehen. Jetzt können wir quasi alle wegmachen, die 5 Schaden haben. Beziehungsweise 5 Leben erheilt sich. Das ist ja nett von ihm. Wird sich nachher ärgern, wenn er mit 1 HP verliert. Oder mich mit einem AP nicht down kriegt. Ja. Oh, was ist das denn für ein Bug?
wir mal den Akolyten. Nächste Runde wäre es cool, wenn ich diesen Wirbelwind bekommen würde, dann würde ich den noch legen, Wirbelwind. Okay. Ah, guck. Dieser Rainbow, der ist ein Teammitglied vom Team Sharks. Und der war letzte Season auch Legend. Also ein bisschen Ahnung hat er wohl schon. Und das Deck werde ich mir dann gleich mal angucken. Mal sehen, aber das mache ich erst nach der Aufnahme. Und dann gucke ich mir das mal an und wenn es gut ist, dann zeige ich euch das natürlich wieder. Schon wieder eine Lichtblut. Was machen wir denn jetzt? Hinrichten. Ist auch irgendwie doof. Aber es hilft nichts. Meiner ist ja eh unbrauchbar gemacht worden. Von daher. Jawohl, was machen wir nun? Was macht er nun? Zum Schweigen bringen? Okay, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war. Aber wir haben auf jeden Fall unseren Alexstrasas. Der uns... Ja, also ich muss jetzt quasi eigentlich gar keinen Schaden machen. Bringt alles nichts. Weil ich ja in Runde 9 eh noch 15 mache. Deswegen muss ich so ein bisschen controllig, wenn es das Adjektiv gibt, spielen. Und ihn einfach nur ein bisschen hinhalten. Damit ich dann ordentlich zulegen kann. Ich habe dann ja noch meine Waffe. Die schlägt nochmal mit 3 drauf. Die Waffe noch, aber die lasse ich jetzt. Ich lege jetzt so viel quasi raus, wie es geht, damit ich gleich, wenn ich ihn gleich auf 15 gemacht habe, so viel Schaden machen kann, wie ich Schaden machen kann, wie geht, kann man sagen. Auch wenn sie es gerade nicht richtig deutsch anhört, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, erstes Match und ich hoffe, diese Season wird's rund und vor allen Dingen Legend. Naja, wir werden sehen. Ich gebe auf jeden Fall wieder mein Bestmögliches. Ich habe diesen Monat drin relativ viel zu tun. Ich habe Uni-Prüfung, Sharks, dann habe ich noch ein großes Announcement zu machen später, aber es dauert noch leider 3-4 Wochen, bis ich da was sagen kann. Wir machen einen Podcast, den ich natürlich auch hier ankündigen werde. Naja, da steht noch einiges auf dem Zettel. Oder ist einiges auf Zettel. Und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Also es wird langsam. Joa. Ich würde sagen, ja, tot ist er noch nicht. So, wie viel Leben hat er jetzt? 8 plus 5 sind 13. Wie viel Schaden mache ich denn jetzt? 6, 7. Den bewahre ich mir noch auf.
falls ich gleich Kramosch ziehen sollte. Aber ja, ganz klar ist auch, er muss jetzt was machen. Ja, den rettet ja nicht den Hintern. Oder der rettet hier nicht den Hintern. Aber was ist denn heute los? Kann ja nicht sein. Ja, GG. Ja, ich hoffe, ihr hattet beim ersten Video genauso viel Spaß wie ich. Und ich wünsche euch einfach auch selber viel Erfolg. Spielt ordentlich viel, spielt vor allen Dingen siegreich. Und ja, viel Spaß mit der nächsten Episode. Bis bald.